Hallöchen und willkommen zurück zu Alice Madness Return. Oh. Okay, wir müssen. Da war schon nicht klar. Du bist hier nicht der Beste. Ja, geht's nur geradeaus. Bleib weg! Oh. Ist das so ein Pilz? Da können wir jetzt hochspringen. Und jetzt? Achso. Oh, wir haben übrigens ein neues Kleid an. Das gefällt mir bis jetzt sogar am besten, finde ich. Okay. Oh, das ist ja ein cooles, cooles Eingang. Durch. Geil. Okay. Was finden wir hier? Oh nein. Ich hasse diese Minispiele. Willkommen, Alice. Hier ist eine Kleinigkeit, um deine Schädeldecke zu lösen. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? 1, 3, 7, 11. Du erstaunst mich immer wieder. Herr damit! Schon 2 von 4. Oh. Ja, super Sache. Okay. Oh, jetzt kommen wir gar nicht mal zurück, oder wie? Wie komme ich jetzt da zu dem Eingang? Zu diesem herzförmigen... Ah, ja, hier. Oh, ich glaube, das war falsch. Oder doch nicht? Nee, ich glaube, das war richtig. Okay. Oh, oh Gott. Okay, weiter geht's. Geiler Eingang. Ist sie das schon? Okay, die sind einfach zu... Oh. Ja, wie viele das halt auch sind. Aber die sind einfach zu händeln. Wie viel sind das? Warum ist der andere so? Einer noch. Gut, dass wir das geupgradet haben. Okay. Thank you.
Ah, da ist ein Schweinchen. Oh, falsch. Scheiße. Ich dachte, ich wäre drauf gewesen. Es bleibt nicht wirklich lange da. Ich muss am besten jetzt springen. Ja, okay. Nein, nein! Oh. Oh. Hoffentlich mal wieder eine Erinnerung. Oder auch nichts. Okay. Okay. Schaut. Schaut aber gruselig aus, du. Das da. Ansonsten ist hier nichts. Das ist wahrscheinlich die Königin. Okay, dann geht's wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Das war's. Nein. Oh. Ich stehe hier. Okay. Aber da hinten gibt's nichts mehr, ne? Okay. Ich hasse es. Okay. So. Oh. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Greife ihn nicht an, er ist unbesiegbar. Geil! Oh Gott. Heißt, ich muss wegrennen. Oh. Auch im Spiel bedarf es harter Entscheidungen. Oft muss man schwere Opfer bringen, um sein Ziel zu erreichen. Gott. Muss ich mich dann verstecken oder wie? Okay. Was ist hier? Aha. Oh. Aha. Ich will aber erst hier rein. Ich will erst gucken, was hier passiert. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Die schaut ja ganz toll aus, die Königin. Richtig einladend. Für was soll das sein? Für was soll das sein? Wo kann man da hinspringen? Verstehe ich nicht. Oder ich muss erst Schweinchen finden. Was? Haus? Ja, aber wo ist...
ist es? Scheiße. Hier, wo ich stehe, ist übrigens auch so ein Eingang. Oh. Ja, da gehe ich erst rein, wenn ich da fertig bin, weil später ist wieder was und dann komme ich da wieder nicht lang oder. Oh Gott. War das eine schlaue Idee? Kein Bärenfell vorm Kamin. Kein Elchgeweih an der Wand. Keine taxidermischen Grässlichkeiten im Haus. Achtet die Würde der Kreatur. Wie komme ich da jetzt wieder rüber? Okay. Damit hat sich die Frage auch erübrigt. Na gut, dann gehe ich erstmal hier lang. Und dann komme ich nie wieder raus. Oh je. Okay, doch. Und jetzt hier lang. Toll, und wo ist es? So, hier ist nichts mehr. Oder kommt man da durch die Tür? Nee. Okay. Ah. Ich muss da wieder nach hinten. Oh Gott. Oh, wie dumm. Oh, wie blöd. Ich hätte da was hinstellen müssen. Ja, klar. Das war jetzt richtig doof. Nicht bedacht. Oh, der Teppich ist aber süß. So, jetzt geht's hier lang. Dann hier. Ich finde, das Schloss schaut echt cool aus. Bis jetzt vom ersten Eindruck. Ah, cool. Sie weiß, dass ich da bin. Quatsch, was mache ich da? So. Den Kopf ihr ab. Wie war das? Der ist unbesiegbar? Nee, die schon, oder? Nein! Einer noch. Wo kommen die denn alle her? Gute Nacht. Oh Gott, das ist der.
das ist der. Und jetzt? Ich komme hier nicht weg. Ich dachte, ich kann den Dad unbesiegbar. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Ja, aber... Der ist ja unbesiegbar, ne? Ja, was soll ich denn machen? Wenn der der hat doch vorhin gesagt, er ist unbesiegbar. Ciao! Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn der nicht sterben kann, was soll ich denn dann machen? Muss ich vielleicht... Was kann ich denn tun? Oh, warum ist jetzt auf einmal offen? Jetzt auf einmal ist offen! Ich glaub's ja nicht. Wenn ich fast tot bin. Oh, Manu! Toll, ich brauch Leben, Hilfe! Oh Gott. Der verfolgt mich jetzt. Ah, hier. Scheiße, ich habe Angst. Ah. Selbst wenn du mal kommst. Schnell alles mitnehmen und dann. Ich höre ihn. Verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Toll. Was? Okay. Wie soll wohl so was? Nein, bitte lass mich. Ist dein Ernst, oder? Boah, wie der mich fertig macht. Das sind ganz viele Leben. Muss ich alle einsammeln. Muss ich alle einsammeln.
Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Ja. Kannst du mir auch kannst du mir irgendwie helfen oder so? Mir nicht nur Tipps geben, du Depp. Der kommt doch jetzt bestimmt gleich wieder, gell? Soll ich da hochkommen? Ja, toll, das bringt. Dumm, wenn ich die jetzt schon kille, weil ich ja. Ah, egal. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Kann mir jetzt mal jemand sagen? Das war eine Scheiße. Oh, warte. Nein! Och nö! Oh, das war jetzt nur wegen einer Sekunde, nicht einmal. Oh, Kacke. Richtig ätzend. Ja, ciao. Was tue ich da eigentlich? Soll ich denn da hochkommen? Ah, ich verstehe. Das war falsch. Das war. Oh nee, das war doch nicht falsch. Ich will dahin. Okay, warte. So. Das war dumm. Muss ich anders machen? Jetzt. Geil. Was geht da auf? Die Tür, oder? Ja. Hoffentlich kommt der Psycho jetzt nicht da rein. Oh, ich höre ihn schon. Ziehe den Bauern über das Schachbrett, der gegnerische Bauer spielt deine Bewegungen. Was? Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Meide die Läufer, sie vernichten die Bauern. Was? Aber ich dachte, wir müssen beide gleichzeitig drauf. Und nicht der eine da und der andere kann danach. Ach, es war jetzt komisch erklärt. Naja, auf jeden Fall. Finde ich das Schloss bis jetzt am coolsten. Außer diesen Typen. Aber ich hoffe mal, Alice ist jetzt erstmal alleine. Wo ist das Schweinchen? Ich hör's doch. Auge. Schwein. Ja, aber wo?
Ah, da oben. Die Tür ging auf, aber ich gehe erstmal da hoch. Oder gibt's ja auch noch was? Nö. Aber obwohl, warte mal, ich gehe erstmal durch die Tür. Weil ich glaube, oben gibt es nämlich weiter. Mhm. Ja. So, zack, und die Erinnerung. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Weiß halt nicht, wo ich hinlaufe, weil die Kameraführung so scheiße ist. Ich kann jetzt erst drehen. Oh, ist das kacke. Ist das kacke. Ich weiß, es gibt so Spiele, da macht man das, aber da ist die Führung viel besser. Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Ja, das war mir schon klar. Bin im falschen Jahrhundert geboren, Alice. Stell dir vor, ich als Madame Defarge, eifrig stricken, während verdienstvolle Häupter von der Guillotine rollen. Ah, das waren noch Zeiten. Aha. Ganz schön viel Zeug hier unten. Immerhin ist mein Leben jetzt wieder hergestellt und jetzt kann man wieder weiterkämpfen. Gepanzerte Kartenwache. Mist, da gibt's ja noch mehrere. Hoppala. Oh, wie viel denn noch? Das wäre meine Chance gewesen. Na, egal. Schnell weg, schnell weg. Wir haben 980, Zähne. Ich würde gern Steckenpferd. Ich benutze den halt viel öfter, ne? Oh, das ist das letzte. Das letzte Upgrade. Cool. Moment mal, das heißt, das war auch das letzte Upgrade von der Pfeffermühle. Das heißt, das ist halt noch auf 1. Das ist richtig schlecht. Na, egal. Aber da haben wir das schon mal ein bisschen besser. Ja. Finde ich gut. Da unten geht's auch weiter, aber was ist hier dann hier oben? Ach, da geht's eh nicht lang. Achso, ich dachte, da oben geht's auch lang, aber okay. Oh. Da ist noch ein sehr langer Weg vor uns. Oh, okay. Ein guter Gast.
Bleib nicht zu Hause. Finde ich gut, so ist das, sollte ich mir mal merken. Na gut, ich wünsche euch alles Gute erstmal und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.